Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag kommen Lady Peaches, TBC Stars, die Sweet Little Peaches und die Crazy Peaches zusammen, um zu trainieren. Das Training, beginnend mit Aufwärmübungen, wird oft geleitet von Trainern wie Denise Günther. Ja, warum Cheerleading? Weil das Kind ganz laut gerufen hat, Mutti, ich möchte auch gern zu die Cheerleader. Und deswegen bin ich hier gelandet. Ich habe früher mal Ballett gemacht. Also ich trainiere nicht selber. Ich mache das nur als Trainer. Bin vor ca. 9 Jahren dort reingeschlittert. Die Erfolge der Zwickauer Cheerleader sind nicht vorherzusagen oder festzulegen. Das kommt auf den Wettkampfjahr drauf an, wie sich die Mädels anstrengen, ob sie zum Training kommt. Also man kann es am Anfang der Saison nicht sagen, ob wir erfolgreich sind oder nicht. Kommt auch darauf an, was die anderen Teams zu den Meisterschaften zeigen. Unsere Kleinen haben letztes Jahr sind deutschlandweit auf dem 9. Platz gelandet. Und das ist ja eigentlich sehr gut von deutschlandweit. Die Zwickauer Cheerleader der Peaches trainieren 4 Tage die Woche hart, um bei den Meisterschaften gut abschneiden zu können. Und das schaffen sie anscheinend Jahr für Jahr. Also wir fahren regelmäßig, also jedes Jahr zur Regionalmeisterschaft. Wenn wir uns da qualifizieren für eine deutsche Meisterschaft, nehmen wir dort auch noch teil. Und noch eventuell offene Meisterschaften wie Ground Award oder jetzt Bottrop. Das ist Championship, ist eine internationale Meisterschaft. Ja. Also das Highlight ist eigentlich immer eine deutsche Meisterschaft, weil da ja das ganze, also ganz Deutschland antritt gegeneinander, die einzelnen Teams. Und da sich zu qualifizieren und vielleicht dort noch unter die ersten 10 zu kommen, ist natürlich für die Mädels jetzt hier eine tolle Leistung und eben das Highlight. Ein sehr strenges Training scheint es nicht zu sein. Es stehen eher gewöhnliche Regeln an der Tagesordnung. Naja, also Ohrringe raus, Schmuck ab, Schnürsenkel an den Turnschuhen, weiße Turnschuhe auf jeden Fall, pünktlich sein. Aber sonst sehen wir es als ein bisschen locker. Isabel erzählt uns etwas über ihre Rolle bei den Peaches. Ich bin aktiv in den Lady Peaches, in dem größeren Team und trainiere die Sweet Little Peaches, die kleinen. Ganz klein, das Wettkampfteam. Und jetzt bin ich Ersatz bei den Junioren. Also ich war jetzt schon, also seitdem ich dabei bin, war ich auf allen RMs mit. Und ich war schon auf der deutschen Meisterschaft. Und jetzt fahren wir nach Bottrop, wo ich schon vor 2 Jahren schon mal mit war. Also bei den Junioren gibt es ein Mannschaftskabinett bei den TBC Stars. Also es gibt sowas, man kann das wählen. Da schreiben Mädchen so einen kleinen Zettel, den Namen drauf, wen sie wollen, dann wird das ausgewertet. Besondere Fähigkeiten oder zeitiger Beginn mit dem Training sind im Cheerleading, zumindest bei den Peaches, nicht nötig. Also wo ich angefangen habe, war ich so Teenager-Alter und sagen wir mal so, also ich konnte kein Rad, ich konnte keinen Spagat. Ich habe das alles in einem Jahr gelernt und jetzt bin ich mit drin dabei. Wir lachen miteinander, klar gibt es manchmal ein paar Zickereien, aber das ist unter Mädchen nicht anders zu kennen, von daher, nö, keine Konkurrenz eigentlich. Eigentlich ist es ein Jungssport, das hat ein Amerikaner damals in den USA erfunden. 80er, 90er haben das dann die Mädchen übernommen und seitdem ist es halt wie ein Mädchensport, aber eigentlich ist es ein reiner Jungssport.